Jo Leute, was geht? Flus hier mit den 2K GFX Contest Results. Und ja, ich weiß, ihr habt echt schon lange drauf gewartet. Und ja, endlich sind sie hier. Ich hatte in letzter Zeit nicht wirklich so viel Zeit jetzt, das zu machen. Das tut mir echt leid. Ist ein bisschen scheiße gelaufen. Wir hatten ein paar Tests in der Schule und ich musste dafür echt lernen. Und ja, das habe ich auch vielen geschrieben. Und ja, naja, okay, kommen wir zum ersten Platz. Muss jetzt auch ein bisschen flott gehen. Und zwar hat der Aqua LZN, TS Aqua, den ersten Platz gewonnen. Und warum hat er gewonnen? Er hat echt einen tollen Text gemacht. Nicht so wie andere, dass der Text hier echt über den ganzen Background geht. Nein, er hat einen schönen, kleinen und zusammenhaltend gemacht. Es sieht echt sauber aus. Es hat eine schöne Color Correction. Und ja, es ist nicht over-edit, es ist nicht under-edit, es ist genau perfekt. Und ja, darum hat er einfach den ersten Platz gewonnen. Es ist auch das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe und halt was ich gesehen habe. Und es ist echt nice. Glückwunsch zu dem ersten Platz. Und jetzt kommen wir zum zweiten vom Choxel GFX. Der zweite Platz, ein cooler weißer Hintergrund mit meinem neuen Logo. Das Logo hat er sich selber ausgeschnitten mit irgendeinem Programm, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, schöne Farben hat er gemacht, schöne kleine Farbkugeln hat er da reingesetzt wahrscheinlich. Hat das alles so schön hinten kopiert, den ganzen Dreck da noch irgendwie gemacht mit den Brushes und sieht echt sauber nice aus. Und ja, herzlichen Glückwunsch, hast den zweiten Platz gewonnen. Kommen wir zum dritten. Und das war vom Spiky DZN. Ich hoffe, ich habe es jetzt gerade richtig ausgesprochen. Flowy. Egal. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Spiky, du hast den dritten Platz. Und ja, das ist ein schöner Background, den du gemacht hast. Schön grün, Space. Meiner Meinung nach ist Space jetzt ein bisschen schon zu oft benutzt worden. Ich mache ja auch selber zu viel Space-Sachen jetzt in letzter Zeit. Ich versuche ja auch jetzt neue Sachen mal wieder zu machen. Ist nicht ganz leicht, da es echt fast jeder macht. Und naja, ist echt ein guter Background halt geworden trotzdem. Und du hast den dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, Leute, ich wollte euch noch dafür danken, dass ich jetzt meine, ja, fast 2500 Subs geknackt habe. Abonniert fleißig weiter, Mann. Und ja, 21.000 Videoaufrufe habe ich auch bald. Ich denke mal, nach dem Video hier habe ich die geknackt. Also sind ja noch 20 Videoaufrufe und ja. Ja, Leute, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, wie die Plätze jetzt ausgefallen sind. Über die GFX-Preise, also über den ersten, zweiten, dritten Platzpreis, meldet euch bei Skype oder bei YouTube und sendet mir halt euren Skype-Namen. Und ja, ich weiß nicht, was da noch zu sagen gibt. Ah ja, für die Leute, die jetzt nicht gewonnen haben, nicht traurig sein, übt einfach fleißig weiter. Es gibt immer irgendwann einen Contest, wo ihr gewinnt oder zumindest in den Top 3 dabei sein werdet. Und ja, fleißig üben. Tutorials gucken bringt es jetzt nicht wirklich, aber einfach mal üben für andere Backgrounds machen. Und ja, das war's auch, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal.